Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Adventszeit zum zweiten Mal im Corona-Modus. Corona und das Geld, die Schuldnerberatung der Caritas über die aktuelle Lage. Und die Geschichte dahinter, Advents- und Weihnachtstraditionen kurz erklärt. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, schon wieder. Pünktlich zum Advent sind die Zahlen so rasant gestiegen, dass wir uns alle erneut einschränken sollten. Es steht uns wohl eher ein ruhiger Advent ins Haus und ein Weihnachtsfest, vielleicht wieder im kleinen Kreise. Doch ist es nicht das, was die Vorweihnachtszeit ausmacht? Ruhe, Besinnlichkeit, den eigenen Fokus auf das Wesentliche richten, auf die Geburt Jesu Christi. Er darf bleiben, als Einziger. Die Weihnachtsbuden auf dem Augsburger Rathausplatz hingegen werden nun nach und nach wieder abgebaut. Denn Christkindlmärkte sind in ganz Bayern verboten, so hat es die Landesregierung entschieden. Grund ist die Pandemie, auch in diesem Jahr wieder. Doch die Menschen, die wir an diesem Vormittag in der Innenstadt treffen, sehen es überwiegend gelassen. Ich lasse mich dadurch die Corona-Maßnahmen jetzt nicht irgendwie verunsichern und muss ehrlich sagen, auch wenn Weihnachtsmärkte geschlossen sind, für mich hat Weihnachtsmarkt nichts mit Stimmung zu tun, sondern die Stimmung, die kommt eher aus einem selber oder kann man im kleinen Kreis genauso machen. Wer ist schuld? Man sucht immer Schuldige. Man muss halt jetzt das Beste draus machen. Ja, dann machen wir halt öfters privat, dass wir einfach in der Familie ein Glühwein trinken und Plätzle essen. Die Weihnachtszeit ist halt natürlich geprägt von der Vorweihnachtszeit oder vom Christkindlesmarkt. Und wenn der zu ist, dann ist man traurig. Wir starten trotz alledem schön in die Adventszeit. Und zwar haben wir einen Adventkranz, der muss aber erst noch entstehen. Und dann haben wir immer solche kleinen Rituale. Wir trinken einfach Tee gemeinsam und wir singen auch gemeinsam. Leider sind wir jetzt nur zu zweit. Und das ist manchmal sehr, sehr seltsam, bis wir uns immer eingesungen haben. Aber es klappt. Und so ist es, jeden Tag. Bräuche und Traditionen geben Halt. Ganz besonders in schwierigen Zeiten. Deshalb werden in der Gärtnerei der Augsburger Ulrichswerkstätten gerade Adventskränze gebunden, einer nach dem anderen, quasi im Akkord. Schließlich ist der Adventskranz das Symbol der Vorweihnachtszeit. Und ja, auch für die Caritas-Gärtnerei fallen in diesem Jahr die Einnahmen aus dem großen Adventsbasar weg. Er darf nicht stattfinden. Dennoch ist die Nachfrage groß. Ich denke mir, dass so wie die Zahlen jetzt sind, denke ich, wir haben ungefähr die gleiche Menge an Kränzen dekoriert und undekoriert verkaufen. Auch die Kirchen und Altenheime nehmen die gleiche Menge ab. Aber die Tendenz geht eher zu größeren Kränzen. Die Menschen wollen, glaube ich, einfach ein Stück mehr Advent zu Hause wie sonst. Aber nicht in der Stückzahl, man braucht ja nur einen Kranz, dafür einen größeren. Es sind ganz klassische Adventskränze. Die runde Form weist auf Unendlichkeit hin. Jede einzelne Kerze kündet von der Ankunft Jesu Christi an Heiligabend. Und die grünen Zweige? Sie stehen für Hoffnung und Zuversicht. Das können wir gerade jetzt doch gut gebrauchen. Auch die Augsburger Moritzkirche bereitet sich auf die Adventszeit vor. Dabei ist weniger mehr. Also raus mit den Gestecken, weg mit den Blumen. Denn die vorweihnachtliche Bußzeit, also die Wochen vor Weihnachten, waren ursprünglich eine strenge Fastenzeit. Ähnlich wie vor Ostern dient hier das Weglassen der Konzentration auf das Wesentliche. Dafür wird wieder ein großer Stern die Gläubigen durch die Adventszeit begleiten. Wenn ich so an den ersten Lockdown zurückdenke, da haben viele Leute mir rückgemeldet, oh, wir haben entdeckt, dass man zu Hause auch Kirche sein kann. Also ich glaube, dass das in der Adventszeit nochmal jetzt eine besondere Rolle spielen könnte, dass man sich auch in der Familie zusammensetzt und eine Kerze anzündet am Adventskranz, so viele wie halt gerade vorgegeben sind, und dann zusammen was liest oder was singt sogar. Das klingt jetzt ein bisschen nostalgisch und romantisch, gell? Aber ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Während Mesner Martin Havolk im Kirchenraum noch einmal die Anschlüsse für die Beleuchtung checkt, steht sein Kollege schon im Dachstuhl von St. Moritz bereit. Zentimeter für Zentimeter zieht er den großen Stern durch die kleine Öffnung nach oben, bis irgendwann von unten ein Stopp ertönt. Und dort hängt er nun und macht viel Freude auf das, was kommt.
Corona gehört also auch dieses Jahr wieder oder immer noch zur Adventszeit. Leider. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann scheint alles sogar noch schlimmer als letztes Jahr. Die Menschen in den Krankenhäusern arbeiten am physischen und psychischen Limit. Wir haben uns mit Pfarrer Gerhard Kögel getroffen. Er gehört seit vielen Jahren zum Team der Krankenhausseelsorge am Uniklinikum Augsburg und kennt die Situation vor Ort. Herr Pfarrer Kögel, Sie gehören hier zum Team der Klinikseelsorge am Uniklinikum in Augsburg. Wie erleben Sie derzeit die Situation? Vielleicht auch im Vergleich, wie es sonst so ist. Sie sind ja seit einigen Jahren hier als Klinikseelsorger tätig. Wie ist es jetzt gerade? Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche im Klinikum jetzt doch irgendwie erfasst. Und man spürt eine Anspannung so im ganzen Haus, die sich schon unterscheidet von den früheren Zeiten. Es ist einfach eine große Herausforderung. Und ich glaube, die betrifft alle im Klinikum, vom Chefarzt angefangen bis hin zur Reinigungskraft, die in den Patientenzimmern sauber macht. Wenn Sie zu Patienten gehen, was erfahren Sie da? Haben die Angst zu sterben oder sind die eher optimistisch? Oder ärgern Sie sich, dass Sie sich nicht haben impfen lassen und deswegen ja wahrscheinlich im Krankenhaus gelandet sind? Was erleben Sie da? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sicher Patienten, die sehr besorgt sind. Wie wird es mit mir weitergehen? Kann man mir helfen? Werde ich überleben? Ob jetzt jemand bereut, nicht geimpft zu sein, das kann ich gar nicht so wahrnehmen. Der Blick richtet sich dann eher nach vorne, denke ich, bei den Patienten und diese Sorge, wie wird es weitergehen. Sie sind ja auch der Ansprechpartner für Angehörige, gerade weil Sie auf Intensivstationen ja auch tätig sind, wo Sie dann ja oft die Menschen nicht mehr erreichen können, aber dann eben für Angehörige da sein können. Was haben Sie da schon für Erlebnisse gehabt? Da kommt ja dazu, dass es momentan, dass die Besuchsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Und wir von der Seelsorge können dann manchmal auch vermitteln zwischen Patienten und den Angehörigen. Ich erinnere mich an eine Situation, da konnte ich ein Telefongespräch mit der Familie eines Patienten anbahnen. Und ich habe dem Patienten einfach den Hörer ans Ohr gehalten, weil er schon recht schwach war und war dann sehr bewegt auch von diesem sehr persönlichen Gespräch mit den Angehörigen, das er dann führen konnte. Haben in diesen Tagen die Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen überhaupt noch Zeit, mit ihnen zu sprechen, sich da ein bisschen Trost zu holen, was von der Seele zu reden? Oder ist die Arbeitsbelastung so groß, dass da sowieso nichts mehr möglich ist? Es sind manchmal so Tür- und Angelgespräche, die wir führen. Wir versuchen grundsätzlich auch sehr aufmerksam zu sein für die Situation der Ärzte, der Pflegenden und da einfach das Gefühl zu geben, wir sehen auch diese starke Belastung, unter der ihr jetzt gerade steht. Und auch wenn wir nichts daran ändern können, aber ihr könnt uns da auch jederzeit ansprechen und vielleicht mal einfach das eine oder andere euch von der Seele reden. Merken Sie, dass da die Belastung höher ist bei den Pflegern und Ärzten? Also kommt das rüber? Das ist spürbar momentan. Das hat ja auch damit zu tun, dass es einfach auch einen Mangel an Pflegekräften gibt und dass Leute auch krankheitsbedingt ausfallen können und dass schon alle wirklich sehr beansprucht und gefordert sind. Und umso mehr muss man wirklich auch die Menschen ermutigen, die da im Krankenhaus jetzt arbeiten, für ihre nicht leichte Aufgabe. Jetzt erleben Sie diese existenziellen Erfahrungen jeden Tag. Wie gehen Sie da für sich mit um? Wie können Sie damit sozusagen für sich ein bisschen Erholung wieder und Ruhe suchen? Mir hilft es da sehr, dass ich hier in einem Team arbeite. Man findet sehr schnell immer einen Kollegen oder eine Kollegin, um einfach etwas zu erzählen, was man erlebt hat oder um Rat zu fragen. Und was für mich auch immer eine Kraftquelle ist, in der Regel komme ich mit dem Fahrrad immer ins Klinikum und gerade wenn ich heimradle, merke ich, dass ich auf dem Weg auch manches abbauen und verarbeiten kann, was ich am Tag erlebt habe. Jetzt haben wir den ersten Advent, jetzt sind es noch 4 Wochen bis Weihnachten. Was denken Sie, wo stehen wir in 4 Wochen? Was befürchten Sie oder was würden Sie hoffen, was vielleicht noch nicht passiert oder was würden Sie sich wünschen für die Situation?
Die Sorge ist schon da, denke bei allen Menschen, dass die Zahl der Patientinnen und Patienten steigen wird. Was wird dann sein, wenn die Plätze einmal nicht mehr ausreichen auf den Intensivstationen? Das Stichwort Triage wird hier natürlich dann irgendwann auch eine Rolle spielen. Die Hoffnung ist, dass einfach diese Pandemie irgendwann auch wieder an Wucht verliert und dass das Krankenhaus wieder einigermaßen zum normalen Betrieb zurückkehren kann. Das hoffen wir auch alle und dass wir vielleicht nicht und hoffentlich nicht zur Triage kommen. Herr Pfarrer Kügel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Für viele Menschen hat die Corona-Krise nicht nur Einschränkungen im Alltag zur Folge, sondern führt auch zu ganz konkreten finanziellen Einbußen. Das bekommen die Schuldnerberatungsstellen in Bayern zu spüren. Sie haben oft lange Wartelisten, auf denen die Namen hilfsbedürftiger Menschen stehen, die um Hilfe in ihren ganz persönlichen finanziellen Krisen bitten. In dieser Woche fand in Augsburg die Bayerische Jahrestagung der Schuldnerberatung statt. Der Titel: Schuldnerberatung in Zeiten der Pandemie. Etwa 35 Teilnehmer sind zur Jahrestagung der Schuldnerberatung persönlich gekommen. Rund 50 haben sich für eine Online-Teilnahme entschieden. Nachdem die Tagung im vergangenen Jahr ganz ausfallen musste, war es den Verantwortlichen ein Anliegen, diesmal wieder zusammenzukommen. Denn die Lage bei den Schuldnerberatungen ist angespannt. Gerade ein Personenkreis, dem es persönlich finanziell schlecht geht, dass der von so einer Pandemie ganz besonders betroffen wird, weil er einfach nicht mehr einfach zur Behörde gehen kann, die Jobcenter geschlossen sind, die Behörden geschlossen sind und sie es wahnsinnig schwer haben, überhaupt Hilfen zu kriegen und Unterstützung in ihren schwierigen Situationen. In Zeiten, in denen der Lockdown war, staut sich dann vieles auf bei den Klienten und die dann verstärkt kommen und so. Und diese Achterbahnfahrt in den Beratungsstellen aufzufangen, ist extrem schwierig, eine Riesenherausforderung. Insgesamt sind 10 Organisationen in der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Bayern aktiv. Der Landesverband der Caritas ist einer davon. Bei der hybriden Tagung standen vor allem 3 große Themen im Mittelpunkt. Ein Rück- und Ausblick zur Corona-Krise, die Frage nach digitalen Angeboten sowie der Umgang mit Selbstständigen und Kleingewerbetreibenden in der Krise. Wenn eine finanzielle Situation angespannt war und sie werden dann durch Corona arbeitslos oder können ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben oder kleine Selbstständigkeiten, dann brechen diese finanziellen Kartenhäuser oft leicht zusammen. Und was noch dazu kommt, ist so dieser Personenkreis der Kleinstgewerbetreibenden, die an sich, sagt man, die Schuldnerberatung ist für Selbstständige nicht zuständig, aber wenn die Not da ist, werden sie natürlich trotzdem beraten und finden einen Ansprechpartner. Einer der rund 50 Online-Teilnehmer der Jahrestagung ist Rainer Storf. Der Diplom-Sozialpädagoge des Caritas-Verbandes Augsburg hat eine lange Liste von Schuldnern, die sich bei ihm mit dem Wunsch zur Beratung angemeldet haben. Der gelernte Bankkaufmann sieht die finanziellen Probleme und das Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich auch in den politischen Rahmenbedingungen. Ich würde fast sagen, 95% ist strukturell bedingt und die Möglichkeiten der Einzelnen darauf jetzt so zu reagieren, nicht in den Strudel zu kommen, sind sehr, sehr begrenzt. Es gibt natürlich schon ein paar Genies, die das halbwegs hinbekommen, aber das Gros ist natürlich auch zu einem ganz gewaltigen Teil gefangen in diesen Rahmenbedingungen. Ein Beispiel, so Mitte der 60er Jahre war so circa jedes 65. Kind von Armut bedroht. Mal schätzen Sie, wo es jetzt liegt. Jedes 7. Kind ist von Armut bedroht. Zurück im Haus St. Ulrich. Ulrike Achmann spricht über die Möglichkeiten der Online-Beratung in der sozialen Arbeit. Ein Instrument, das in den vergangenen Monaten bereits von vielen Stellen der Schuldnerberatung in ganz Bayern genutzt wurde.
Die Pandemie hat doch noch mal deutlich gezeigt, dass es auch die Einrichtungen krisensicherer macht, wenn sie über diesen Weg mit Zielgruppen kommunizieren und helfen können. Und da haben sich doch einige in dem Projekt auf den Weg gemacht und manchmal mit mehr Engagement, manchmal mit, oder Engagement ist immer da, aber sagen wir mit mehr Berührungsängsten und manchmal mit weniger Berührungsängsten. Wohl jeder Schuldnerberater hat, besonders in der Krise der vergangenen 2 Jahre, seine eigenen Erfahrungen mit hilfesuchenden Menschen und deren individuellen Problemen gemacht. Ihr gemeinsames Ziel bleibt gleich: Wege zu finden, mit den betroffenen Menschen in Kontakt zu bleiben und ihnen aus der Schuldenfalle zu helfen. Was in dieser Woche sonst noch wichtig war, das sehen Sie jetzt. Hier sind unsere Kurznachrichten. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat angesichts der aktuellen Corona-Situation in dieser Woche alle Katholikinnen und Katholiken in einem gemeinsamen Appell dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Das sei in der Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe, hieß es in der Erklärung. Papst Franziskus hatte schon im August für die Impfung geworben. Es sei ein Akt der Liebe für sich, für seine Familie und Freunde sowie für alle Völker, so der Papst. Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Lage in Augsburg Stadt und Land sowie in ganz Bayern haben die Augsburger Domsingknaben alle geplanten Adventskonzerte abgesagt. Das betrifft unter anderem die Auftritte im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses Anfang Dezember, das traditionelle Weihnachtsoratorium in Evangelisch-Heilig-Kreuz und das Adventskonzert in Oberlauterbach. Die musikalische Gestaltung der Liturgie in den Sonntagsgottesdiensten im Augsburger Dom und die Konzertreihe Cantate Domino mit Katechesen von Bischof Bertram Mayer finden weiterhin statt. Wie es nach Weihnachten weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen und hängt von der Entwicklung der pandemischen Lage ab. Mit verschiedenen Aktionen im gesamten Bistum sammeln Privatleute und Institutionen Geld oder Sachspenden, die dem Förderverein der Wärmestube des SKM zugutekommen sollen. Der Förderverein unterstützt hilfsbedürftige und obdachlose Menschen. Die katholische Hochschulgemeinde zum Beispiel führt wieder die Aktion Christkind gesucht durch, bei der die Studierenden Gutscheine für den SKM und andere soziale Organisationen sammeln. Auch der Strickkreis in Münsterhausen hilft mit, bei dem viele engagierte Frauen Handgestricktes zugunsten der Wärmestube verkaufen. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Unterstützung finden Sie unter skm-augsburg.de. Die bayerischen Diözesen haben eine gemeinsame Vorlage zur Feier von Hausgottesdiensten erarbeitet. Unter dem Titel »Gott verleiht Flügel« haben Familien- und Freundeskreise die Möglichkeit, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Die Broschüre enthält sowohl Gebete als auch Lieder und Texte und kann für 20 Cent in der Abteilung Gemeindekatechese des Bistums angefordert werden. Weitere Materialien, Impulse und Tipps rund um Advent und Weihnachten gibt es auf den Seiten der Abteilung Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral. Und das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit der Geschichte dahinter. Oder wissen Sie, warum Christrosen und Weihnachtssterne zur Adventszeit dazugehören? Wir haben die Antworten. Mit 76 Metern Höhe würde der Turm dieser Kirche auch in einer größeren Stadt auffallen. Umso mehr tut er das in Diedorf, einer Marktgemeinde mit rund 10.000 Einwohnern. Die Kirche Herz Mariae wurde Mitte der 1960er Jahre gebaut und ist seitdem das prägende Bauwerk in Diedorf. Pfarrer Hans Fischer hat uns seine Kirche gezeigt. Dieser Turm erregte Aufsehen in Diedorf. Bei der Einweihung im Jahr 1967 sagte Bischof Josef Stimpfle, Aufsehen habe ja einen doppelten Sinn. Wenn der hohe Turm dazu führe, dass Menschen zum Himmel aufsehen würden, dann habe die Kirche ihren Sinn erfüllt. Und warum solle sie dann im Volksmund nicht auch Seelenabschussrampe genannt werden? Seit fast 20 Jahren ist Hans Fischer Pfarrer in Diedorf. Er hat sich intensiv mit diesem modernen Gotteshaus beschäftigt. Ihn fasziniert der herzförmige Bau mit allen Details bis heute. Und das beginnt schon beim Betreten der Kirche. Für mich ist es ein ganz besonderer Raum, den ich sehr schätze. Zum einen hat er eine große Fläche, wir sagen der Umgang, der rund um die Kirche geht, zum Ankommen.
für die Leute zum Reinkommen, da ein bisschen verweilen. Dann geht man erst in den hohen Kirchenraum hier. Und der Kirchenraum ist ja wunderbar angeordnet. Wie um den Tisch sitzen, sind die Leute in den vier Bankblöcken um den großen Altar versammelt. Die Größe und die Anordnung der vier Bankreihen erlaubt auch in Zeiten von Abstandsregeln Gottesdienste und zum Beispiel Erstkommunion feiern. Erst kürzlich hat auch eine Nachbargemeinde davon Gebrauch gemacht. In der Kirche Herz Mariä spielen Zahlen eine große Rolle. Obwohl sich das nicht sofort erschließt, lohnt oft ein genauerer Blick. Also auch der Turm ist für mich so in dieser Zahlensymbolik mit drin. Der fängt unten an im Keller, geht dann der Betonturm hoch 70 Meter und hat unten, solange er rund ist, 7 Meter Durchmesser. Dann wird er ja konisch nach oben spitzer. Obendrauf kommt die goldene Kugel mit dem Kreuz, dann hat er insgesamt 76 Meter. Der Kirchenraum hier von Boden bis zur Holzdecke hat 13 Meter. Wir haben hier ja Herz Mariä, Fatima-Tag war damals ganz wichtig beim Pfarrer Lemle. Und der 13. ist ja jeden Monat der Fatima-Tag. Ich denke, das spielt da vielleicht auch rein. Im Turm befindet sich auch die Taufkapelle. Drei Stufen führen hier hinunter. Sie ist nur durch Glasfenster mit dem Rest des Gebäudes verbunden. Durch ihren Standort bekommt die Taufkapelle ihr Licht von oben. Ein Hinweis auf das himmlische Licht, das auf den Täufling fällt. Und so gibt es viele Details, die sich erst nach und nach dem Besucher erschließen. Der Altar zum Beispiel besteht aus französischem Kalkstein, der zeigen soll, um diesen Felsblock kommt niemand herum. Niemand schiebt ihn weg. Oder die Glasfenster im Umgang. Je nach Lichteinfall verbreiten sie ein ganz unterschiedliches Lichtspiel und sollen den Besucher zur Einkehr und zur Besinnung anregen. Die Fenster sind alle gleich aufgebaut. Wir haben einen gelben Rahmen und in dem Rahmen steht unten eben der Name einer der 12 Söhne Jakobs. Dann ist in der Mitte der Edelstein, der bei jedem Fenster wechselt. Drüber dann einer der Namen der 12 Apostel. Und über dem ganzen Tor ist dann auch wieder ganz verschieden der Stern. Die Kirche Herz Mariä wurde von 1965 bis 1967 gebaut. Und zwar deshalb, weil das bestehende Gotteshaus St. Bartholomäus für das schnell wachsende Dorf, die Dorf, einfach zu klein geworden ist. Und so ist der Kirchturm von Herz Mariä seit über einem halben Jahrhundert prägend für das Bild des heutigen Marktes Diedorf. Nicht nur tagsüber, sondern bei ganz speziellen Anlässen auch in der Nacht. Wir schmücken und dekorieren, wir bereiten Leckereien zu und pflegen alte Advents- und Weihnachtstraditionen. Vieles ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir oft gar nicht mehr wissen, was das denn genau mit dem Fest der Geburt Jesu Christi zu tun hat oder ob es überhaupt etwas damit zu tun hat und nicht nur auf kommerziellen Wegen in unsere Häuser gekommen ist. Wir haben uns dahinter geklemmt und wollten genau das herausfinden. Unsere neue Reihe im Advent heißt deshalb Die Geschichte dahinter. Wir beginnen heute mit typischen Weihnachtspflanzen. Euphorbia pulcherrima, besser bekannt als Weihnachtsstern. Ein wunderschöner Blickfang, schon allein wegen der kräftigen Farbe. In der Advents- und Weihnachtszeit schmückt er Wohnungen und natürlich viele Kirchen. Ursprünglich kommt die Pflanze mit ihren sternförmig angeordneten Blättern aus Mittel- und Südamerika, wo sie mehrere Meter hoch wird und das ganze Jahr blüht. Um den Weihnachtsstern ranken sich viele Legenden. Eine davon besagt, dass ein mexikanisches Mädchen an Heiligabend in der Kirche betete, jedoch keine Opfergabe mitbringen konnte. Da sie sehr fromm war, erblühte wie durch ein Wunder ein Weihnachtsstern vor ihren Füßen. Übrigens bekommt der Weihnachtsstern nur dann neue Blüten, wenn er am Tag nicht mehr als 12 Stunden Licht hat. In einer Zeit, in der andere Pflanzen noch im tiefen Winterschlaf liegen, blüht die Christrose unerschrocken und erfreut uns rund um die Weihnachtszeit mit ihren weißen oder farbigen Blüten. Schnee oder Frost machen ihr nichts aus.
So ist sie ein Symbol für den Überlebenswillen und die Hoffnung, die mit der Geburt Christi in die Welt kam. Auch zur Christrose gibt es eine alte Legende. Ein Hirte, der auf dem Weg zum Stall nach Bethlehem war, hatte keine Gabe für das Jesuskind. Als er weinte, weil er nicht mal eine Blume finden konnte, wuchsen an der Stelle, wo seine Tränen den Boden berührten, mehrere Christrosen. Im Mittelalter wurde die Pflanze, die mit botanischem Namen Helleborus heißt, besonders geschätzt, da sie böse Wintergeister fernhalten sollte. Und wer anderen eine Christrose schenkt, der will ihm damit Mut und Hoffnung vermitteln. Der Christbaum, heute eines der bekanntesten Weihnachtssymbole, geschmückt mit Kugeln, Kerzen und auch immer mehr Kitsch, hat heidnischen Ursprung. Zur Zeit der Wintersonnenwende holte man sich grüne Zweige ins Haus, um Wintergeister zu vertreiben. Sie versprachen außerdem Schutz und Fruchtbarkeit. Im Mittelalter vermischte sich das dann mit der biblischen Geschichte von Adam und Eva. Als immergrünen Paradiesbaum stellte man sich einen Nadelbaum vor, geschmückt mit einem Apfel. Schließlich entwickelte sich dann eine Verbindung mit der Weihnachtserzählung. Ganz schön kompliziert. So ist der Weihnachtsbaum also praktisch eine christliche Erfindung. Martin Luther erklärte ihn zum Weihnachtssymbol der Protestanten, während die Krippe lange Zeit zur katholischen Weihnacht gehörte. Im 18. Jahrhundert wurden die Bäume erstmals mit Kerzen geschmückt. Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich der Weihnachtsbaum immer mehr und wurde unabhängig von der Glaubensrichtung zum festen Inventar des Weihnachtsfestes. Ach, da wird's uns so richtig weihnachtlich. Das war's für heute. Nächste Woche erfahren Sie bei uns unter anderem, wie und warum sich die Bistumsgrenzen vor 200 Jahren verändert haben. Und wir machen weiter mit unserer Geschichte dahinter und fragen wieder, warum unsere Weihnachtsbräuche sind. Hier im Studio begrüßt Sie dann mein Kollege Stefan Fischer. Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund und auch ganz wichtig, fröhlich. Tschüss.